Die Katze lässt nicht mehr stehen, die lässt nicht mehr zu. Man sieht hier auf dem Video schon seit, nehmen wir schon 3 Tagen ungefähr. Sie wackelt mit dem Schwanz und gleich wird passieren, sie wird beißen. Deswegen wollen wir die Katze auch verkaufen. Also den kleinen Kater. So, jetzt stoßt sie ihn mit dem Fuß ab. Sie will das nicht. Und der kleine Kater ist 9 Wochen alt. Heute ist der Sonntag, 9 Wochen. Das ist ein typisches Verhalten einer Katze, die nicht mehr stillen lässt, weil die auch Schmerzen dabei hat. Weil der Kater auch ab und zu mal mit den Zähnen zubeißt. An den Zitzen, das tut weh. Deswegen haben wir ihn auf die Nahrung vorbereitet. Wir wollen ihn loswerden. Wir wollen nicht viele Katzen im Haus haben. Wir wollen unsere Katze behalten. Es war nur ein Unfall passiert, dass sie draußen einfach einmal rausging und sich gepaart hat und dazu auch 3 Babys auf die Welt gebracht hat. Die haben wir abgegeben. Dann haben wir uns entschieden zu verkaufen, weil der hat uns und auch, übrigens auch die Katzen haben uns hier einen großen Schaden zugerichtet in der Wohnung. Den mussten wir wieder reparieren. Kaputten Fernseher zum Beispiel. Oder Tapeten, man sieht da an die Ecke. An Steckdose, da ist gerissen. Muss man neu tapezieren. Da sind Schaden ungefähr um die 400-500 €. So, das war's, meine Lieben.